Grüß euch. Leidlein, muss euch was erzählen. Unlängst war ich daheim, hat meine Frau zu mir gesagt, Baby, hat sie gesagt, wir müssen zu einem Brunch gehen. Sag ich, was Brunch? Ja, so eine Wohltätigkeitsveranstaltung, wo für arme Schweine gesammelt wird und du musst hingehen, weil sonst kannst du dich eingraben lassen. Also wir müssen zu so einem Brunch gehen. Und wenn wir dort nicht dabei sind, dann passt es einfach nicht. Jetzt habe ich gleich meinen Kommunionsanzug rausgefischt, nicht? Kommunion, ich meine, der hat mich damals gepasst und die Füße sind länger geworden, aber sonst haben wir gedacht, jetzt muss ich schauen, Brunk, was ist ein Brunk? Habe ich mein Lexikon genommen, steht drinnen, Brunk heißt Branch, Englisch, ich kann nicht Englisch. Und das Tunwort dazu heißt Brunken, weißt du, was du tun musst, ne? Wenn du denkst, wir schreiben das anders in Deutschland, bei uns heißt Brunken in der Mitte mit zwei S, nicht? Musst auch was tun, ne? Gut, habe ich gesagt, dann werden wir dorthin gehen zu dem Brunk, nicht? Und dann habe ich noch gelesen, dass das eine Teilung ist zwischen Mittagessen und Frühstück. Das war mir aber nicht mehr bewusst. Habe ich gedacht, was in der Früh überbleibt wahrscheinlich, die hartgekochten Eier, die angeschnittenen Toast, den Honig, die Butter, die ranzige, das Mittag, was überbleibt, die Wiener Schnitzel, die angesoffenen. Mit dem Ketchup und, na, denke ich mir, aber ist ja wurscht, gehen wir. Und dann sind wir gegangen. Aber leider Gottes habe ich genau an dem Tag, wie dieser Brunch war, habe ich meine zwei Enkelkinder bei mir daheim gehabt, der Bub mit 8 Jahren und einen Teenie mit 12 Jahren, ne? Und der hat schon gut ausgeschaut, also die Stegelschuhe und so, also, ne? Und dann sind wir halt dort hinmarschiert, meine Frau und, also, wir vier, ne? Und wie wir dort hinkommen, zu diesem Eingang, ne? Hat es mir schon einen Hut einmal hergerissen, habe ich gedacht, wow, 50 Euro pro Person. 1, 2, 3, 4, 200, knapp 200 Euro. Dann dürfte der Kassier das gesehen haben dort, ist zu mir gekommen und sagt, wir haben heute etwas anderes, nur für die normalen Gäste, für die Erwachsenen 50 Euro und die Kinder brauchen nur Eintritt zahlen, pro Zentimeter 10 Cent. Habe ich mir die 50er gezahlt, meine Frau hat auch den 50er gezahlt und dann sehe ich gerade, wie sie meine zwei vermessen haben. Der Kleine hat sich gleich aufblasen auf 1,70 Meter, bin ich gleich so wie gesagt, Luft auslosen, schön normal, du bist erst 8 Jahre, gell, so brauchst du nicht. Und dann bin ich so wie zu meiner Enkelin, wie gesagt, und beim nächsten Mal, wenn du mitgehen willst, zu seinem Brunch, dann entweder Bloßphysik oder Sandalen, weil die Steckelschuhe haben 2,40 gekostet, gell? 2,40. Also insgesamt habe ich 2,80 Meter gezahlt für die zwei, ne? 2,80 Meter, das sind 78 Euro für mich, ne? Dann sind wir rein dort. Ich sage euch eins, da war ein Buffet aufgebaut, ich habe 5 Minuten gebraucht, von der linken zur rechten Seite noch mal schauen. Was die alles gehabt haben, da waren Viecher, die habe ich nicht einmal noch gekannt, was dort gefressen worden ist. Ja, dann ein Käsebuffet, das hast du schon umgerochen, das glaubt, da haben 40 Leute die Socken ausgezogen. Es war sensationell. Und dann Desserts hat es gegeben. Es ist ja unglaublich. Und ich habe zu meinen drei gesagt, ihr sucht euch einen Tisch und der Vater wird gleich einmal probieren, die Einflugschneise zu erreichen und schauen, dass wir mal was rauskriegen. Ne? Ich zum Buffet, ne? Das musst du dir vorstellen, verfehl die Einflugschneise, steh Einflugschneise Nord, kein normaler Teller da, steh vor den Pizzatellern, Durchmesser 70 ungefähr. Da hab ich gedacht, ah, wurscht, wenn du schon da stehst, einen Pizzateller. Dann habe ich mich gleich mal angestellt. Alter, was da, das habe ich alles nicht gekannt, was da umgestanden ist. Lachs, dann ist umgestanden, Kaviar, Scampi, also unglaublich, nicht? Haben natürlich auch gute Sachen gehabt, wie Leberkäse, Bratwürsteln, Stölzen. Ja, haben sie auch gehabt, gute Sachen, ne? Und da bin ich gestanden mit diesen Pizzatellern, ne? Und dann bin ich so reingekommen ins Getriebe und da bin ich nur mehr geschoben worden. Auf einmal stehe ich vor dem Lachs, Alter. 15 Stück Lachs aufgeklopft, bringst locker auf bei 60 Durchmesser. Normal ist sie nicht so viel, aber ich habe mir gedacht, bei solchen Brunches sind Leute, sind solche Egoisten, dass die zuerst gleich das Beste fressen. Das ist der Lachs. Heute
bin ich der Erste. Hab ich mal die 15 aufgeregt. Da bin ich gleich weiter marschiert, Miesen, ne? Da ist so ein Heringssalat ist dort gewesen. Und mir dachte, das ist wurscht, 3 Schöpfe Heringssalat auf ihn. So habe ich das müssen ein bisschen ausbändeln anfangen, damit es nicht instabil wird, das Teller. Und dann war neben gleich ein großer Topf mit so Rohnen, also rote Ruhren, gleich einen Schöpfer außen rundherum gehabt. Aber nicht, weil mir das geschmeckt hat, aber weil es der farbliche Kontrast von diesem fantastischen Lachs, das Rosa und das gröllig Rote von der Sauce, sensationell. Dann bin ich gleich umgewachsen zu den Tintenfisch, 40 Stück sind sie so ausgegangen, aber. Alter Socken. Und dann habe ich mir gedacht, und jetzt da. Hast noch einen Platz, ungefähr 20 cm auf der rechten Seite, noch mit ein bisschen umischieren. Gleich 4 Scheiben Presswurst mit Zwiebel und 2 Schöpfer Kernöl. Und damit das Ganze ein Gesicht hat, 3 Kornspitz Schuhgepäck. Schuhgepäck! Das werden 2 43er sein. Nix! Kinderschuhe, 19er! 19er hat der Kopf dort, bitte, Freunde! Schuhgepäck, ne? Jetzt habe ich mir die 3 genommen und dann habe ich mir mal die erste Portion gegeben. Wie ich das fertig gehabt habe, bin ich gleich wieder selbstständig einflugschneiß in Ort, den nächsten Pizzateller. Jetzt braucht man einen Salat. Salat ist gesund, bitte. Mit dem Teller wieder aufmarschiert. 3 Schöpfer Wurstsalat, 3 Schöpfer Nudelsalat, 3 Schöpfer Eiersalat. War ich schon fast fertig mit meinem Platzangebot auf mein Tellerchen ab. Fast. Aber weil das Ganze hat drinnen angefangen, habe ich 8 russische Eier gleich gestellt, damit das Ganze nicht rumkommt. Und dann habe ich noch Platz gehabt, wie das Gleiche, das Sau musst haben. 3 heiße Leberkäse mit Senf und Ketchup, aber die haben diese gemacht. Und wie das Gesichterl dazu, 3 Schuhgepäck Kornspitz, die 19er, und wieder eingeritten. Wie ich das abgedruckt habe, habe ich gedacht, 30 Euro hast du sicher schon verfressen, ne? Da ist noch ein bisschen Platz hinauf. Einflugschneise Nord, das nächste Pizzateller. Da bin ich angestanden, ist gerade gekommen, Lasagne, frisch aus, Alter, sagen 4 Stück, 8x8, 30 hoch, genau aufgegangen. Ja, es war ein Traum. Dann waren gleich neben frische Kroketten, gell? Da habe ich gleich so einen Schweinsbratensaft drüber gegeben, ein bisschen einen Spruch haben. Und was ich gern ist, Kartoffelknödel. 8 Stück habe ich auf, ich war nicht größer wie die Hand. Die sind genauso aufgegangen. Und dann stehe ich mit meinem Teller vor der Warmhaltepackung, wo der Schweinsbraten drin war. 5 Stückel Schweinsbraten habe ich rausgenommen, weil 6 waren einmal drin, du kannst nicht alles nehmen. Das muss man so machen, da kann man nicht alles nehmen, nur die 5 Stück heraus. Und wie ich weggewühlt, schaue ich meinen Bankdirektor, der auch tut, den habe ich gar nicht gesehen, steht der vor mir, ich habe gedacht, mir haut's in den Hut runter. Ich mit meinem Teller, er ein Dessert-Teller, nicht größer wie meine Handfläche. Ich habe gedacht, ich spinne, der hat einen Vogel. 2 Platterl Schinken oben auf den Teller. 2 Würfel Käse, 1,5 mal 1,5 cm. Die hat er mit dem Zaunstocher schon beim Schinken festmachen, dass er den Luftzug nicht runterzieht. So ein Stückel von einer Melone. Wenn du das alles aufgehängt hast aus Fenster, war gleich viel Lichter gekommen wie vorher. Dann habe ich mich verabschiedet von dem, bin um und habe mich hergesetzt und habe meiner Frau ins Auge geschaut. Dabei habe ich das weggezogen, habe ich gesagt, Mädel, ich muss dir was sagen, unser Bankdirektor, wir das müssen erzählen. Sag ich, und eins müssen wir uns überlegen. Wir müssen von dieser Bank sofort unsere Konten abziehen. Weil wenn der nicht einmal in der Lage ist, privat mit seinem Geld umzugehen, dann kann er nicht verlangen, dass unser ganzes Geld dort auf dieser Bank beschissen angelegt ist wahrscheinlich. Wir müssen uns da am Freitag was einfallen lassen. Dann habe ich mich beruhigt, denke ich mir, ein Dessert hau ich mir noch. Das geht noch, weil jetzt war ich schon ein bisschen heiß. Marschier um mich, will wirklich nur ein Dessert nehmen, weil die haben ja viel gehabt, greift zu so einem Kompotschisserl, zieht mir wieder das einer hinten weg, das Sau muss da aber haben, steht vor mir die große Schüssel, wo die Kornspitz-Schuhgepäck drinnen waren, da reißt gerade einer das letzte aus, erwischt diese Schüssel im letzten Moment, ne, das war auch so ein Durchmesser, so hoch, und dann bin ich zu der Dessertabteilung gegangen.
Und das war super, dort hat es Eis gegeben, Freunde. Ich hab die Schüssel mal so hergelangt. Die haben nicht so eine Grapferl gehabt, sondern Spachteln hat es da gegeben. Bin ich gleich mal mit der Spachtel reingefahren, beim Vanilleeis, 4 Spachteln, schön runter, die so reingeflutscht. Dann die Schokolade dazu, 4 Spachtel auch hinein und lups. Und dann ist noch Zitroneneis gewesen, das mag ich natürlich sowieso. Weil die, da hast die Zitronenbaum vor dir gesehen, so hat das Eis gerochen. Ich mag es. 4 Spachteln rein. Und dann hat's noch Nusseis gegeben mit den kleinen Nussstickeln drin. Es war sensationell. 5 Spachteln. Oh ja, der haust rein. Durch das, dass der Weitling oder die Schüssel so hoch war, ist das relativ, hat's gut ausgeschaut. Und jetzt der Siege drüben noch eine Esterhase schnitten und Creme geschnitten. Denke ich mir, Alter, die bringst du nicht mehr rein. Marschier mit der Schüssel weiter. Steht so ein Schlagobersbecher von mir und da muss ich sagen, der Service war beschissen. Hast mir so selber einspritzen. Jetzt habe ich die Maschine genommen und habe eine Barriere gezogen beim Eis, weil falls das zergehen sollte, kann das Glund nicht umrennen nachher zu meinem Cremeschnitt und den scheiß Boden einwacken. Gell? Erst dann habe ich die Barriere voll gemacht bis oben hin und damit ich sehe, wo die Grenze ist. Und dann bin ich um mich noch 3 Esterhase geschnitten. Die Cremeschnitte habe ich schon ein bisschen seitlich aufgeladen. Das ist gegangen. Und dann bin ich zum Tisch um mich. Dann habe ich mir's gegeben. Das Vanilleeis. Super. Da hast du die Schotten gespürt. Das ist, ich kann ja gar nicht mehr sagen, es war ein Traum. Und beim Nusseis, das habe ich ausgefragt. Und wie ich über die Schlagbarriere, über mich will, zu meinen Esterhase geschnitten, habe ich speien müssen. Das brauche ich euch nicht näher erklären. Viele werden es selber erlebt haben. Wenn du mit kassweißem Gesicht vor der Toilettenmuschel stehst, oberhalb und vor Dealing auf 2,5 Quadratmeter, Naturalien um 78 Euro verteilt. Und in dem Moment ist mir mein Bankdirektor eingefallen, dass der gar nicht so blöd ist, wie man gedacht hat. Nein, ist gut. Ja.